Papa, hörst du? Yo, was Hans, geht, Bros? Hier ist Nix am Start. Und jeder, der noch da ist, der von mir eine dicke, fette, übertrieben, krasse Bro-Fist. Und wir sind ja mitten im Gefecht. Wow, ich hab schon vor lauter Bro-Fist hab ich voll das hier vergessen. Ey, ich muss hier mal voll die Schellen verteilen. Und ab geht's hier runter. Da ist der Harper. Harper, geht's dir gut, mein Freund? Dieser Hurensohn will zur Zitadelle. Abtransport arrangieren. Harper muss zurück zu Obama. Ah, zur Zitadelle. Das Salazar auf Primärsatz. Wissen wir ja schon. Abgeschossen. Hat er ja auch zum Farid gesagt. Kraken, ab geht's jetzt. Wir brauchen den Downlink-Code zur Kontrolle der Drohnen, um Menendez gefangen nehmen zu können. Codes werden auf Ihre Anzeige gesehen. Und yay! Drohnentierkontrolle. Manuelle Steuerung aktiviert. Taktfunksysteme aktiviert. Aufteilen! Los, nach oben! Schön hier mal eine Granate reingeschmissen. Hoffentlich hat es auch was gebracht. Die Straße ist eine Todeszone! Nach rechts! Ich übernehme links! Juhu! Übertrieben jetzt, Alter. Jetzt verteile ich voll die Schellen hier so, ne? Richtige Nackenklatsche sind das. Schön hier mal ducken. Und hier den RPG-Typi mal weggefistet. Juhu! Jetzt geht's hier richtig zur Sache. So lang kann dieses Spiel ja aber auch nicht mehr dauern, ne? Dann, das müsste ja eigentlich schon fast eins der letzten Kapitel sein. Und mal langsam da raus. Ganz langsam. Ja, so, mal die da oben ein bisschen mit den Drohnen angreifen. Das ist einfach mal jetzt. Feindliche Truppen haben eine Verteidigung. Denken die einfach, die kommen hier bei mir vorbei, ohne zu sterben. Selbstverständlich. Im Auge behalten, aber nicht angreifen. Wir brauchen ihn lebendig. Okay, Bros, ich muss jetzt eins zugeben, ich habe dieses Kapitel hier jetzt, glaube ich, schon 3-4 Mal gezockt, weil jedes Mal ein scheiß technischer Fehler gewesen ist und das hat mich angekotzt, aber das werdet ihr hoffentlich nicht merken. Also ich bin jetzt nicht angepisst oder sowas. Dieses Spiel macht wirklich tierisch viel Fun, hier die ganze Action und sehen, wie ich voll daneben schieße, ist ja mal was, ne? Da ist noch einer. Und die Gegner stehen ja auch immer wieder anders und so wie der hier zum Beispiel. Und der stirbt jetzt auch nicht sofort. Scheiße. Jedenfalls ist es halt eben irgendwie richtig doof gewesen. Auch mit Assassin's Creed fehlen mir jetzt 3 Folgen, sage ich mal. Die sind irgendwie vom Computer verschluckt worden. Was mich irgendwie ziemlich anpisst. Aber jo. Es ist doch viel schöner, freundlich zu sein und gut gelaunt als so ein kleiner Miesepeter und einfach die Laune durch so eine Scheiße versauen. Aber nein, nichts kann meine Laune versauen. Okay. Also, Farid ist tot. Der ist ein guter Mann gewesen. Langsam hochgehen. Kraken, ohne die Drohnen haben wir keine Unterstützung, okay, beim Vorstoß. Wir stellen ein Eindämmungsteam zusammen. Gibt's eine Munition? Ah, da muss ich lang, okay. Verstanden. Ah, ich muss da hinten auf die Brücke, okay. Hm. Ach ja, da ist Munition, okay. Aber eins ist auch. Kann man nach da oben? Geh ich mal nach da oben. Mal gucken, was es da so Schönes gibt. Ach, ein paar Kameraden. Egal, da kann ich die Leute viel besser erschießen. Wow. Oh, es gibt ja auch, demnächst kommt ja bald Far Cry raus. Und auf dieses Spiel freue ich mich tierisch. Vielleicht habe ich bis dahin sogar dieses Spiel hier schon fertig. Und ich habe mir jetzt auch überlegt, ich werde definitiv auch noch The Walking Dead Let's Playen. Ich weiß, es ist ein bisschen alt, aber ich habe mal
hier so angefangen, das Spiel zu zocken und ey, Alter, Bros, ey, das passt überhaupt gar nicht, was ich hier gerade erzähle. Heftig, deftig, Alter. Okay, Kontrollpunkt erreicht. Mal nochmal hier hingehen. Eindämmungsteam seilt sich ab. Okay, anscheinend sind die Patronen hier defekt und sowas, weil die dann uns angreifen, die Guten eigentlich. Und das darf nicht sein. Hier. Ah, da sind noch einer. Das sind bestimmt, ja, das sind die mit der RPG und RPG wollen wir natürlich nicht. Und ja. Ach, Bros, ich bin auch noch am Überlegen, ob ich vielleicht so die Let's Plays jetzt mit Facecam machen soll. Halt eben so alle Let's Plays mit Facecam, das gibt's eigentlich zu wenig. Wow. Mal kurz hinlegen, sonst bin ich gleich tot. Und wie gesagt, ich würde gerne eigentlich so Facecam machen, aber ich will halt eben auch wissen, was ihr dazu zu sagen habt, ob ihr das findet, dass man das machen kann oder ob ihr der Meinung seid, ey, bist du beschissen im Kopf? Okay, eigentlich wollte ich gerade behindert und beschissen und scheiße im Kopf sagen und dann ist bescheißen rausgekommen. Geil! Okay, gut. Ab geht's hier nach oben. Stirb! War's das? Jetzt mal eine Granate nach da hinten schmeißen. Also, es werden auf jeden Fall noch sehr viele Let's Plays eigentlich noch folgen. Nach diesen neueren Spielen werde ich auch mal Sir, ein 5-Mann-Team gibt Ihnen jetzt Feuerschutz. Ein paar ältere Spiele spielen. Sobald Sie Menendez haben, greifen wir noch. Ich hätte Bock mal auf dieses Amnesia oder Amnesia, irgendwie sowas, wie das heißt. Kein Plan. Und ja, die Leute, die sich diese Let's Plays hier bei mir antun, ihr könnt ja mal dazu sagen, wegen der Facecam, was ihr davon halt, oh, schon alle tot oder was? Geil, Alter, wie wir hier abgehen. Ah, da ist noch einer. Geil, Alter. Ey, brutal, ey. Heftig, Alter. Das hat mich jetzt irgendwie geschickt, ey. Heftig, deftig, Alter. Alter, das Spiel ist wirklich zu 100% uncut, ey. Dass Deutschland dagegen nichts gesagt hat. Heftig, deftig, Alter. Menendez, du Schweinebacke. So, jetzt werden wir ihn mal richtig ordentlich verhören hier, ne? Danke, David. Maul, hier, du sprichst nur, wenn ich sage. Streben wir eine neue Welt an. Ein Scheißdreck werden wir hier, Kumpel. Der hat ein Glasauge. Ey, das fällt mir jetzt erst auf, dass der ein Glasauge hat. Seht ihr mal, so konzentriere ich mich auf das Spiel, dass ich das nicht gesehen habe, dass der ein Glasauge da hat. Verdammt nochmal. Okay, Call of Duty Black Ops 2. Okay, gut. Das war jetzt wahrscheinlich dieses Kapitel, soweit ich weiß. Ja, das war das Kapitel. Doch, das war's. Das war das Kapitel, aber wir werden sofort mit dem nächsten Kapitel starten, weil wir sind richtig coole Typen. Hier, CSI Undercover Agent Farid ist tot. Na. Rest in Peace, Farid, Bang, Farid, normal, wie auch immer. Und jetzt ist unser Ziel, verhören Sie Raul Menendez. Aber wir werden auf jeden Fall noch die Waffen hier ein bisschen. Ja. Und die könnte ich nehmen. Ich mag die MP5. MP5. Mache ich so. Sekundärwaffe. Sekundärwaffe. RPG. Small. Special. Sprungmesser. Okay. Armbrust. Oh, das ist was Geiles, so eine Armbrust. Manuelle Armbrust. Okay. Einsatzschild. Na ja, okay. Sturmgewehre. Nein, Sturmgewehre ist schon richtig. Jetzt ist aber da noch. Wo ist die? Ah ja, AK-47. Machen wir jetzt mal so, keine Ahnung. Einfach irgendwie.
Okay, zurück. Und starten. Ich habe 1000 Drohnen in Bereitschaft. Alle startklar auf mein Kommando. Wenn Russland oder die SDC lustige Ideen haben, versichere ich Ihnen, Minister Petraeus, Ihre Streitkräfte sind bereit. Der letzte Befehl für DEFCON 3 war von Minister Rumsfeld vor fast 25 Jahren. Ich weiß. Ich bin an dem Tag selbst geflogen. Sir. Minister. So, jetzt kommen wir hier schön raus, Menendez. Mit diesen Hightech-Handschellen. Oh, da steht er, ne? Da steht er. Oh, der hat schon ein paar Muggis hier, ne? Lässt grüßen. Also ein typischer Anzugträger. Für die Seelen, die an meiner Seite gekämpft und geplant haben. Soll ein edles Werk vollendet werden. Ach, Klappe hier, ne? Brauchst gar nichts zu sagen, Kumpel. Schaff diesen Dreckskerl von meinem Flugdeck. Oh ja, so ein richtiger Dreckskerl. So. Im Moment haben wir ihn noch. Oh ja, da muss ich ihm recht geben. Im Moment haben wir ihn noch, aber er wird fliehen. Definitiv. Weil ich muss auch gestehen, dieses Kapitel hier habe ich jetzt nicht bis zum Ende gezockt. Ich habe da meine... Ich nehme ja immer so komisch auf. Und... Ich hab nur da gut, ein bisschen, wie der abgehauen ist, dann fertig. Wir haben viel Zeit. Ob wir ihn wieder einfangen oder ob wir ihn kriegen, keinen Plan, keine Ahnung. Da muss ich echt sagen, keine Ahnung. Ich spreche nur mit David Mason. Und da gebe ich ein paar Nackenklatscher hier, ne? Heftig, deftig, Alter. Ja, ich komm dir jetzt gleich da in deinen Raum rein. Oh yeah, und dann gibt's ein paar Nackenklatscher. Richtig, aber. Boah, das sind die schönen Waffen, Alter. Ich würde dich so gerne erschießen, Alter. Identifiziere Mason David. Netzhautscan bestätigt. Ja, ich bin ja auch das Original. Tun Sie, was Sie können. Ich bin auf der Brücke. Okay. So, Menendez. Du siehst ja schon schrecklich aus irgendwie, ne? Was möchtest du mir denn sagen? Was möchtest du mir denn sagen? Spuck noch ein bisschen Blut, ey. Du mit deinen Hightech-Handschellen. Ey, das sind so heftige Hightech-Handschellen. Ich bin diesmal kein Kind mehr. Nein, ein sehr großer Soldat. Aber mach ruhig weiter und versuch es nochmal. Yeah, versuch es. Komm schon, versuch es. Komm. Wohlstand ist Sünde und wir zahlen dafür. So ein selbstverliebter Scheiß. Hör auf, in Rätseln zu sprechen. Man hat sie mir genommen. Weißt du, wie sich das anfühlt? Das Lagerhaus wurde abgefackelt. Wegen der Versicherung. $11,000. Mehr war sie für sie nicht wert. Sie war der Grund für mich zu leben. Aber was ist mit dir, David? Was treibt dich an? Ich etwa? Einstein hielt die ökonomische Anarchie des Kapitalismus für die Ursache des Übels. Dein Vater und seine Leute nahmen mir Josefina. Pues, tu papa está muerto. Dein Vater ist tot. Und diese Leute... Oh, Alter, ich würde dir so einen Nackenklatscher geben hier jetzt, aber sofort. Was gibt's, Admiral Briggs? Wir haben ein Problem. Ein Passagierflugzeug dringt in den Luftraum der Obama ein. Moment, was ist das? Sind das Vögel? Ich messe und spreche ungleiches Recht über ein barbarisches Volk. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen! Da sind Hunderte von ihnen. Der Kamerastream aus dem Verhörraum wurde gerade unterbrochen. Menendez sichern. Wir treffen uns auf der Brücke. Wenn er zuckt, wird er erschossen. Verstanden?
Okay, das ist schon mal ganz die Obama meine Sache hier. Niemand darf diesen Raum verlassen. What the fuck? Du weißt, ich töte dich nicht. Aber lass deine Waffe fallen, sonst töte ich deinen Freund. Ich gebe dir genau 5 Sekunden. Komm, erschieß ihn doch. Ey, der hat da noch ein Messer in der Hose. Der könnte sich locker wehren, indem er sein scheiß Messer einfach da rausholt und bam, ihm voll in den Bauch stechen würde, ey. Heftig.